Guten Tag, mein Name ist Franziska Hasselbach von der Kanzlei Hasselbach Rechtsanwälte. Heute geht es in diesem Video um die Berechnung von Fristen im Arbeitsrecht, speziell im Hinblick auf die Kündigung. Grundsätzlich werden die Kündigungsfristen in der Regel im Arbeitsvertrag vereinbart. Es gibt jedoch eine gesetzliche Regelung, das ist der Paragraph 622 BGB. In diesem wird geregelt, dass wer länger bei einem Arbeitgeber ist, längere Kündigungsfristen hat, und zwar auf Seiten des Arbeitgebers. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber womöglich nicht mit einer vierwöchigen Frist, wie womöglich im Arbeitsvertrag vereinbart, kündigen kann, sondern zum Beispiel mit einer zwei- oder drei-Monatsfrist. Welche Frist für Sie gilt, steht entweder in Ihrem Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag. Wichtig für die Berechnung der Fristen ist in der Regel der Zugang einer Kündigung. Es ist so, dass grundsätzlich die Kündigung Ihnen an einem Tag entweder persönlich übergeben wird, dann ist der Zugang an diesem Tag. Manchmal wird die Kündigung auch mit der Post geschickt, dann wird sie in den Briefkasten eingelegt und Zugang der Kündigung ist dann an dem Tag, an dem der Postbote oder Postzusteller die Kündigung in den Briefkasten einlegt. Manchmal allerdings wird die Kündigung auch persönlich in den Briefkasten eingeworfen von einem Boten, also vom Chef persönlich oder einem anderen Angestellten. Dann kann es passieren, dass die Kündigung erst nach der normalen Leerungszeit des Briefkastens in den Briefkasten geworfen wird, also zum Beispiel abends um 10. Man muss seinen Briefkasten zwar an sich leeren, aber natürlich nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn also die übliche Leerungszeit zum Beispiel nachmittags um 4 ist, weil die Post immer dann schon da war und man dann nach Hause kommt, dann ist man nicht verpflichtet, hinterher nochmal nachzusehen, ob die Kündigung denn dann womöglich noch eingegangen ist. Natürlich kann das nicht dazu führen, dass man sagt, ich leere meinen Briefkasten morgens um 9 und der Tag ist dann sozusagen vorbei. Aber am späten Nachmittag oder frühen Abend ist die Frist für das Einlegen in den Briefkasten auf jeden Fall abgelaufen. Wenn also der Chef dann die Kündigung spät abends, nachts in den Briefkasten einwirft, dann gilt die Kündigung als nicht mehr an diesem Tag zugegangen, denn der Arbeitnehmer konnte an diesem Tag nicht vernünftigerweise noch davon Kenntnis erhalten und die Kündigung ging erst am nächsten Tag zu. Das kann entscheidend sein, denn wenn zum Beispiel die Kündigung bis zum 28. Februar zugegangen sein muss, um zum 31. März zu gelten, und sie ist faktisch durch das späte Einlegen in den Briefkasten erst am nächsten Tag zugegangen, dann ist die Einmonatsfrist bis zum 31. März nicht mehr gehalten und die Kündigung wirkt dann erst zum 30. April. Das kann also äußerst entscheidend sein. Wenn also die Frage des Zugangs geklärt ist, dann muss noch zusätzlich geklärt werden, welches denn hier die richtige Frist ist. Dazu ist zunächst im Arbeitsvertrag nachzusehen und wenn ein Tarifvertrag besteht, auch in diesem. Wenn im Arbeitsvertrag aber nur auf die gesetzlichen Regelungen Bezug genommen wurde oder dort eben nur steht 4 Wochen zum Monatsende oder zum 15. und zum Monatsende, dann ist in den Paragraphen 622 BGB zu sehen und zu ermitteln, wie lange man schon bei dieser Firma arbeitet. Der Paragraph 622 unterscheidet da nach verschiedenen Jahresstaffelungen. Diese Jahre müssen voll abgelaufen sein zum Zeitpunkt der Kündigung. Das heißt, wenn Sie zum 1. März in einem Unternehmen begonnen haben und bekommen eine Kündigung am 15. Februar zum 31.3., dann haben Sie die Kündigung bekommen, bevor das Jahr voll abgelaufen ist. Der Kündigungszeitpunkt ist aber danach. Da kommt es dann leider auf den Zugang der Kündigung an, sodass es also nur um volle Jahre zum Zugang der Kündigung geht. Als kleines Beispiel, wenn Sie bereits 8 Jahre in einem Unternehmen arbeiten, dann haben Sie eine Kündigungsfrist von 3 Monaten für den Arbeitgeber. Übrigens kann der Arbeitgeber auch im Arbeitsvertrag vereinbaren, dass diese Kündigungsfristverlängerung des Paragraphen 622 BGB auch für die Arbeitnehmer gilt. Das müssen Sie dann überprüfen, wenn Sie selber kündigen möchten, denn gegebenenfalls haben Sie eine längere Kündigungsfrist, als es Ihnen derzeit bewusst ist. Wenn Sie also nun den Zugang der Kündigung ermittelt haben und auch die Kündigungsfrist, das heißt, wie lange es dauern muss, bis die Kündigung dann auch tatsächlich zu einem Ende des Arbeitsverhältnisses führt, dann ist noch festzustellen, ob die Fristen eingehalten wurden. Eine Einmonatsfrist beginnt zu laufen mit dem Ablauf des Tages, an dem die Kündigung eingeworfen wurde. Das heißt, die Kündigung wird Ihnen beispielsweise an einem Mittwoch eingeworfen. Dann beginnt die Frist zu laufen an einem Donnerstag und läuft dann einen Monat.
Bei einer Monatsfrist ist es relativ einfach, weil man natürlich den Tag kennt, also zum Beispiel den 15. Bei einer Wochenfrist ist es so, die beginnt dann also an einem Donnerstag zu laufen und endet dann am Mittwoch der Woche drauf um Mitternacht. So werden die Fristen berechnet. Das heißt, im Endeffekt ist es so, eine Kündigung mit einer Einmonatsfrist muss am Monatsletzten eingegangen sein, um zum nächsten Monatsletzten zu greifen. Die meisten Arbeitgeber sind inzwischen dazu übergegangen, in die Kündigung nur reinzuschreiben zum nächstmöglichen Termin. Wenn Sie es noch besser machen, dann schreiben Sie Kündigung zum hilfsweise, also zum ein Datum und dann hilfsweise zum nächstmöglichen Termin. Es ist allerdings so, dass auch wenn ein falsches Kündigungsdatum in der Kündigung steht, diese in der Regel so umgedeutet wird, dass sie zum nächstmöglichen Termin greift. Das bedeutet, wenn in der Kündigung ein falsches Datum steht, sprechen Sie uns an. In der Regel wird es allerdings so sein, dass das nicht die Kündigung unwirksam macht. Nicht das alleine zumindest. Ein Punkt noch zur Probezeit. In der Probezeit ist in aller Regel eine Kündigung bereits mit einer 2-Wochen-Frist möglich und dies auch in der Regel taggenau. Das bedeutet, dass man nicht wie sonst zum 15. oder zum Monatsende kündigen kann, sondern einfach taggenau, auch zum 24. oder so, und das dann auch nur bis dahin bezahlt werden muss. Wenn Sie eine Kündigung erhalten haben und das überprüft wissen wollen, dann wenden Sie sich sehr gerne an uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.